Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim für die Switch. Und wenn ihr in der letzten Folge aufgepasst habt, wisst ihr, dass ich ungefähr in diesen durch die ganze Höhle mal gemarschiert bin, um zu finden, wie ich diese Passage betreten kann. Und ich habe diesen Kelch in der Hand und habe dieses Gefäß durchsucht wie so ein großer und ein bescheuerter. Bis ich dann irgendwann auf einmal hier vorstand und wahrscheinlich irgendwas überlesen habe, als ich mit dem Paladin da hinten gesprochen habe, mit dem Schneeelfen. Nun gut, hier können wir jetzt rein. Das machen wir auch. Gleich als erstes. Wir öffnen sie. Wäre auch cooler, wenn sie irgendwie mehr erkennbar gewesen wäre. Woher soll ich wissen, dass das eine Passage ist? Eine stinknormale Mauer. Finde ich uncool. Aber was soll's. Das war nicht so unangenehm, wie ich es erwartet hatte. Sogar irgendwie wohltuend. Okay. Ich fühle mich jetzt etwas wärmer an. Speichern wir mal kurz. Merkwürdige Blumen. Huch, die mögen uns anscheinend nicht. Okay. Abgefahrene Pflanzen. Oh. Woher seid ihr gekommen? Okay. Das wird euch eine Lehre sein. Das ist nicht mal ein Doppelmove. Uns beiden. Nicht schlecht, Serana. Okay. Oh, der. Wer ist da? Ein Falmer. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das hätten wir geschafft. Okay, der ist mal död. Toter geht's, glaube ich, nicht. Da kommt keiner raus, hoffe ich. Gehen wir weiter. Ich speichere zwischendurch immer. Ist ja am einfachsten für mich. Oh, da kommt noch einer. Wer ist da? Oh. Armes kleines Kind. Ach, sie hat den lebendig gemacht. Ja, Entschuldigung, hab ich nicht gesehen. Wenn man die ganzen Leute lebendig macht, ja. Cool ist. Natürlich ganz cool. Zeigt euch. Wo ist sie hin? Ach, da ist sie schon. So, ich geh mal. Speichern wir zwischendurch wieder ein bisschen. Kommt doch einer raus. Ah! Mistviech. Das wird euch eine Lehre sein. Widerliche Viecher, oder? Wirklich kleine widerliche Viecher. Was hier? Nicht? Aha. Oh, ein Falmer. Wusste ich doch, dass ich was gehört habe. Da ist noch einer. Da sind mehrere da oben noch. Vielleicht muss außen rum. Hier unten wohnen können. Oh. Woher seid ihr gekommen? Widerlich. Die fliegenden Dinger. Warte mal. Er mag anscheinend keine Insekten. Okay. Ich sag jetzt okay, ne? Okay, okay. Cool, 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 cool. Nee. Schauen wir weiter.
kennt den Weg ja nicht, aber das sieht doch ganz gut aus. Und da runter, dann gibt es ja einen anderen Weg. Okay, wir müssen hier runter. Ein ganzes Dorf hier. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Eieiei. Da sollte ich mal vielleicht noch kurz mich heilen, bevor ich hier komplett eingehe. Mist, ich muss darauf achten, wenn die Dinger blau leuchten, sind die von Serana. Kann ja schwierig sein, Schansen. Oh, hier, schöne blaue Steine. Ich glaube, das ist der richtige Weg hier, oder? Oh, hier sind wir einen Höhlenausgang. Da würde ich mal links gehen. Speichern. Oh. Ah, es ist hier nichts. Woher seid ihr gekommen? Warte mal, ich habe eine Idee. Ist das halt bei dir? Oh, das machen wir doch. Machen wir eh nochmal. Machen wir fest. Yes. Ja. Oh, ist eine Falle. In den anderen Weg. Dann. Sind solche Dinger, wo die uns hören können? Ah, oder das ist eine Falle. Ach, gut, hat nur Serana erwischt. Okay. Um links. Nein, das muss unten nach oben links gehen. Auf der anderen Seite befindet. Falmer wollten, dass es dort bleibt. Ah, okay. Da können wir die Leute vielleicht locken und dran ziehen. Zahntiger, ne? Der tut jetzt auch nicht so viel. Okay, hier geht's runter. Genau solche Dinge wollte ich immer schon sehen. So etwas mit meiner Anstrengung vergessen. Hier runter? Ich weiß es nicht. Oh, da geht's ganz schön tief runter. Oh nein, ich falle. So ein schönes Tier. Leider muss ich es abschlachten. Ärgerlich. Hier speichern wir nochmal. Oh, sieht ganz nett aus, die Höhlen hier, ne? Ja, obwohl diese Tentakeln, was sie da unten haben, sieht auch nicht so nett aus. Da unten kommt ein Reh. Und gut, ein Reh ist nicht so schlimm. Oh, da hinten sieht es aus wie einer von diesen Toren. Oh, und da ist auch dieser, wie heißt denn der? Der Geist.
So. Blöde Wasserkrug des Initiaten. Willkommen, Initiat. Dies ist der Wegschrein der Erleuchtung. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ich bin sowas von bereit. Dann empfangt Auriels Geschenk, mein Kind. Möge es euren Weg erhellen, während ihr Ruhe im Allerheiligsten sucht. Na? Dann machen wir auf die Kiste da. Wasser schöpfen. Ey, das wäre viel spektakulärer, wenn irgendwas Cooles wäre. Also so eine Wand oder so. So ist es halt langweilig. Jetzt weiß ich natürlich, dass diesmal da was hinter ist, aber hätte man doch auch schöner lösen können, oder? Eine durchsichtige Wand oder irgendwas. Also so sieht es ja einfach nur scheiße aus. Also billig. Okay. Hier gibt es massenweise Pfeile, die wir abgrasen müssen. Was machen wir jetzt? Und hier 60 Frames die Sekunde auf einmal. Whoops. Ich glaube nicht mal, dass hier was kommt, aber vielleicht sicherer doch mal ein Schwert zu erheben. Gute Pflanzen hier. Und Licht nur mitnehmen hier. Hoch. Gipfel. Jetzt sind wir hier auf dem Gipfel. Vergessenes Tal entdeckt. Das war schön. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal zu diesem ersten Punkt, wenn wir mal hingehen. Das ist ein merkwürdiger Tiger. Ja. Okay, da hinten im Tal ist der nächste Prätrag, oder wie er heißt. Spektral. Heini. Sein. Das wird euch eine Lehre sein. Ich sag immer das Gleiche, ne? Das wird euch eine Lehre sein. Cool ist es nicht, aber es wird ja eine Lehre sein. Okay. Warum gehen? War ja fast da, würde ich sagen. Hier wird unser Marker immer größer da oben. Ich weiß, es muss schon hier irgendwo in der Nähe sein. Oh, sieht doch gut aus. Da hinten sehe ich doch so einen Geist, Heini. Ist das da oben noch einer dieser Wegschreine? Ich frage mich, wo er hinführen mag. Hey, Nadine. Hallöchen. Willkommen, Initiat. Dies ist der Wegschrein der Sicht. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja! Dann empfangt Auriels Geschenk, mein Kind. Möge es eure Reise zum Allerheiligsten beschleunigen. Hier haben wir jetzt nicht so viel erlebt in diesem Land. Wir hätten schon noch andere Sachen besuchen können. Aber wir wollen ja fest. So, einmal füllen wir das Gefäß. Ach, guck mal da jetzt. Jetzt sieht's doch cool aus da hinten. Jetzt weiß ich auch, wo ich hinkomme. Ich weiß ja auch ein Bug bei den anderen, dass es das da nicht gab. Kann auch sein.
Das Labyrinth für das Labyrinthion bekannt ist, wurde in der ersten Ära durch den Erzmagier Charlidor erbaut, obwohl die Ruinen selbst viel älter sind. Angriffe können sowohl mit dem Schild als auch mit der Waffe geblockt werden. Okay, gut zu wissen. Okay. Wollen wir hier rausgehen? Was ist er denn? Nochmal was schöpfen? Nö. Da waren wir doch schon, oder bin ich jetzt verkehrt? Also einfach nur wieder zurück. Dann müssen wir die anderen Dinger noch finden. Achso, das war vielleicht nur so eine Rückding. Dann müssen wir die anderen ja auch nochmal durchsuchen, würde ich sagen. Fehlen uns ja noch 3 Schöpfquellen sozusagen. Na komm, geh nochmal hier längs. Es gibt auf jeden Fall noch recht viele andere Wege, wo wir hingehen können. Das sollten wir nochmal erkunden, damit wir nicht ganz doof und auf verlorenem Posten dastehen. Ist ja auch noch was. Mal runter? Den Weg runter? Wie gibt es denn den Todesweg runter? Hier. Es geht. Okay. Komm mit. Nee, Quatsch. Wann sind wir gekommen? Ich habe runtergesprungen den Weg. Wovon wir gekommen sind. Wie dumm war das denn? Das war wirklich dumm. Na egal. Alles einmal austesten. Wie der Hund mit dem Knochen im Mund, der auf den See runterguckt und den Knochen vom anderen Hund haben will. So. Hoch, gehen wir ins Tal. Und dass wir da noch was anderes finden. Entdecken. Ich denke aber schon. Wir hier mal runtergehen. Verkehrt. Hier oben links. Links. Es war vielleicht doch nicht so gut, hier längs zu gehen. Vielleicht hätten wir doch da oben längs gehen sollen, wo sie längs geht. Machen wir jetzt einfach mal. Die hatten wir ja schon getötet. Ja, komm schon. Nur der Ausgang, ne? Hä? Gut. Ist der verrückt? Na gut. Ich gehe gerade nicht den Weg der Erleuchtung. Ich bin nicht die hellste Kerze der Torte will anscheinend. So, hoppeln wir dann mal rein. Okay, wir müssen von da einen anderen Weg finden. Bloß wie? Oh. So ist es, ne? Dahin, Portal zum Vergessenen Tal. Und da geht's hin, Portal zum Schrein der Vision.
Möge Aureels Glanz euren Pfad erhellen. Okay, wir gehen mal hier hin. Der Vampirfürst setzt am Boden Nahkampfangriffe und im Flug magische Angriffe ein. Okay. Ich auf die anderen Dinger wieder. Also hier hinten muss ja auch noch irgendwo was sein. Der hier ist wahrscheinlich dichter dran, ne? Kann man da irgendwo hoch? Den Weg hoch? Wirklich, ne? Okay. Wir müssen uns hinten rum einen Weg suchen. Ha. Verrückt. Ich dachte, ich erwischt es. Kleine Kätze, Rikätz da, wollte ich jetzt sagen. Das ist schön gefroren hier. Wir gehen mal hier durch. Dann kommen wir, glaube ich, auch dahin, wo wir hin wollen. Gehen wir nochmal. Jo, keine Ursache. Noch mehr Spinnen? Wir haben die daheim. Woher seid ihr gekommen? Eieiei. So. Wir hassen Spinnen, beide. Ach, guck mal. Ist ja ein kleiner Fluss oder ein See. Seht ihr das? Einfach fantastisch. Oh ja, das ist so schön. So, wir gehen erstmal hier längs, glaube ich. Ach, guck mal, hat sein Geld hier liegen gelassen. Oh, Tau, nehmen wir mal mit. Oh, dann gehen wir nachher geben in der Winterfeste, wollte ich gerade sagen. Wohin kommt zu diesem. Ja, boah, da komme ich gar nicht so hoch, ne? Jo. Ja. Okay. Oh, hier geht auch noch längs. Oben ist doch irgendwo. Da. Die Richtung. Aber wir wollen darüber in die Richtung. Aber auch hier erstmal runterkommen, ohne zu sterben. Können wir speichern? Hier geht's ganz schön tief runter. Und da steht auch ein komischer Troll. Komm mit, nee, hier links. Ich kenn den Weg. Oder auch nicht. Okay, also da hinten muss auch irgendwo was sein. Wo genau wissen wir natürlich nicht. Macht ja aber auch nichts, können wir herausfinden. Hier ist nochmal ein Weg. Wasserfall, da steht das der Troll. Oder ein anderer Troll. Okay. So, wir folgen jetzt diesem Marker da oben. Bei W ist. Ist ja auch schon fast da. Ich komme zu dir. Oh, dann müssen wir da hoch, ne? Hier gibt es einen Weg hoch. Oh, wir sind fast da. Speichern. Da drüben. Und hier unten. Diese Dinger sind überall, nicht wahr? Ja, aber da müssen wir jetzt mal rüber. Hier durch den Fluss. Und dann rechts hoch. Na, speichern wir nochmal. Habe ich das ungebetene Gäste bekommen?
Muss auch noch so ein Wächter stehen, ne? Hoffe ich zumindest. Da steht er doch. Der Jutewächter. Hallöchen. Ihr seid am Wegschrein der Entschlossenheit angekommen. Ich bin sehr entschlossen. Dann geht voran, mein Kind. Möge der Reichtum von Auriel eure Entschlossenheit auf eurer Reise zum Allerheiligsten stärken. Okay. So, 3 von 5. Portal zur Schwarzwaldpassage. Portal zum Schrein der Vision. Hat ja keinen Sinn, jetzt zurückzugehen. Die anderen sind ja hier alle. Ja, aber ich würde sagen, das reicht für heute. Die nächsten 2 holen wir uns bei der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin und tschüss. Thank you.